Mein Text heute hat sogar einen Titel. Und er heißt: Über die Toten nichts Schlechtes. Über die Toten nichts Schlechtes, so heißt es. Als wäre alles rechtens gewesen, was sie so trieben, als sie lebten, jetzt wo sie verwesen. Als Michael noch lebte, war er irre und ein Perverser, doch das kümmert keinen mehr, denn nun ist er verschieden. Keine Sünden mehr geblieben, mit der letzten Waschung reingewaschen. Da muss ich am Grabe meiner toten Großmutter von einem Fremden erfahren, dass sie ein guter Mensch war. Wie blind wir sind. Sie hat 98 Jahre lang gelebt. In der Zeit hätte das doch jemand mal auffallen müssen. Über die Toten nur Gutes. Caligula, Hitler, Stalin, Ceausescu, Marcos. Über die Toten nur Gutes. Es war viel Tod in meinem Leben in letzter Zeit. Und ich hörte viele Reden in dieser Zeit. Und eine rührte mich zu Tränen. Denn da sprach mir einer nur die Wahrheit. Was ist mit Beziehungen, die gestorben sind? Was mit toten Freundschaften? Nur Gutes über sie? Nur Gutes? Was ist mit Menschen, die für mich gestorben sind? Wie der eine dachte, guter Freund, wer ihn kannte, weiß schon, wen ich meine. Verarscht, belogen, ausgenutzt, verraten, verkauft, bestohlen und ausgesetzt. Und kein Gesetz, gleich göttlich oder von dieser Welt, kann mir befehlen, nur das Gute darin zu sehen. Habt Respekt vor euren Toten. Ich habe ihn nicht. Mein Respekt gehört den Lebenden. Über die sage ich gern Gutes, am liebsten mitten ins Gesicht. Habt Respekt vorm Leben, möchte ich euch entgegenschreien. Beendet jetzt den Hass. Einem Toten zu verzeihen, bringt niemand was. Ein Mensch wird durch den Tod nicht rein, so wenig wie ein Mann durch eine Heirat treu. Ich weiß, das alles ist nicht neu und auch eigentlich gar nicht besonders weise. Ich möchte nur leise dran erinnern, es gehört mal wieder laut gesagt. Wir brauchen Ideale, nach denen wir streben. Und nicht, um für sie zu sterben, sondern um für sie zu leben. Ich weiß, ihr wollt das gar nicht hören. Ihr wollt lachen und nicht denken. Und ich will euch auch gar nicht dabei stören. Doch eine Sache gilt es zu bedenken. Und dazu gehört gewisser Mut. Nämlich zu erkennen, nichts ist gut, nur weil man es nun mal so tut.